Richtig cool. Und in groß und in klein. Echt total begeistert. Richtig schön. So, das wollte ich euch noch anziehen. Ich wollte gerade sagen, deine Püppi ist noch ein bisschen nacki da. Ist noch nackt. Machen wir jetzt mal ein bisschen. Junge, geiles Muster, Mama. Entschuldigung, stylisches Muster. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben Mittwoch. Und wisst ihr was? Seit Montag bin ich wieder da. Das heißt, ich war ja schon mal da. Ich war immer da, ne? Irgendwie war ich gar nicht weg. Es fühlt sich nie nach einer Veränderung an hier zu Hause, nein. Aber ihr könnt jetzt spontan vorbeikommen und die Tür darf immer auf sein, weil der Landkreis wusste nicht, darf oder darf nicht, steht nirgendwo geschrieben. Die Tür ist also offen. Ihr desinfiziert eure Hände, registriert euch und dann kann es losgehen, dann könnt ihr shoppen. Und könnt stöbern und ich habe traumhaft schöne Sachen für euch. Wir haben hier Snoopy gekriegt und wir haben, hab ich den anderen Snoopy da hinten vergessen oder wie? Egal, wir haben auch andere Sachen noch gekriegt. Wir haben die Mickey Maus gekriegt, in tarnfarbig. Habe ich ganz toll dekoriert mit passender Hose vorne bei uns im Schaufenster, auf der Puppe, mit unserem Wild Thing, also mit unseren wilden Sachen da. Richtig cool. Hier ist nochmal Pulli, auch schön groß für Bonusmaterial oder für Lockdown-Funde. Also richtig schick, richtig cool mit ein bisschen Strass drauf, mit so kleinen Steinchen. Hier nochmal so ein bisschen in Rosé, auch mit Mickey Maus. Ja, auch mit Mickey Maus. Und dann habt ihr eben vielleicht im Bild schon gesehen, unsere coole Jacke hier. So ein bisschen Tarnoptik, so ein bisschen chillig, so ein bisschen cool. Ganz lässige Jacke, richtig cool mit Kapuze. So ein ganz bisschen beschichtet auch, dass nicht gleich so der erste Regen, den ersten Regen kann sie vielleicht ab. Ist keine richtige Outdoor-Jacke. Und da gibt es auch noch eine Mini-Maus dazu. Ist die nicht süß? Richtig, auch von hinten sieht man es, von hinten muss ich sie auch euch noch mal zeigen. Ist die nicht cool mit dieser süßen Schleife? Ganz, ganz knuffelige Jacke, also richtig schön. Keine Outdoor-Jacke, die ist eigentlich so als, was weiß ich, wenn es im Sommer nachher warm ist, kann man sie auch so mit anziehen oder zum Frühling nachher auch. Aber jetzt natürlich auch wie so eine bessere Strickjacke, so ein bisschen was Cooles, so ein bisschen. Ist also dann die gleiche wie die Snoopy hier vorne. Also ja, genau. Ah, ja. Und dann gibt es hier nochmal so ein Graffiti-Muster, auch so ganz krass, so ein Street-Art-Teil, also so richtig, richtig lässig. Kann man hier auch den Ärmel schön hochkrempeln, dass so dieser weiße Inneneffekt rauskommt. Ist eine Baumwolle mit Elastan, also sehr angenehm auch zu tragen. Bisschen Polyester ist dabei, das ist aber außen drauf, das ist ganz schön, dass es so ein bisschen Stand hat als Jacke. Haben alle diese kleinen fetzige Kapuze, wie so ein kleiner Hoodie, ganz freches Ding. Richtig witzig. Und wer sagt, ich stehe ja mehr so auf diese Kapuzenjacken, ne? Ja. Ach, auf diese Jerseyjacken, auf diese Shirtjacken. Jetzt rede ich hier schon wieder so ein Mumpitz wie Sonntag. Ich hoffe, ihr habt das alle gelesen. Als ich meinte Sonntag natürlich keine Maiglöckchen in den Betonhasenvasen, sondern ich meinte natürlich Schneeglöckchen. Aber gut, dass mir mal alle zuhören. Ihr habt das alle gemerkt. Also wir beide haben es beide nicht gemerkt, als wir das Video angeguckt haben und als wir den Film geschnitten haben, ist das Kleiderkram aufgefallen. Ja, Entschuldigung. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Ich meinte also natürlich Schneeglöckchen. Aber gut, das war von Sonntag, das Schnee von gestern. So, und hier haben wir natürlich die Mickey Maus. Kann man das so sehen? Ja, sehr gut sogar. Sehr gut sogar. Ganz lässig, ganz witzig, die sich die Augen zuhält, ne? Und wisst ihr was? Es gibt da Hosen zu. Jetzt muss ich jetzt... Kannst du mal von vorne zeigen? Du bist so schnell heute. Es ist die offene Shirtjacke. Ganz lässig geschnitten. Hinten nochmal mit diesem kleinen süßen Loch da. Also die kann man wirklich von bis tragen. Die ist wirklich richtig, richtig cool. Und da passt auch, wenn ich jetzt die Hose auch anfinden würde. Hier hält sie... Ach, es ist egal. Ich muss sie euch sowieso alle zeigen. Hier hält sich die Mickey Maus nämlich den Mund zu.
Die gibt es in groß, 3XL. Und da passt natürlich richtig cool auch mal so eine Jacke einfach drauf. Das ist schon so eine krasse Geschichte. Einfach ein Shirt drunter oder ein Top drunter, Jacke drauf und ihr habt ein Top-Outfit. Also richtig cool. Und es gibt nicht nur diese tolle Hose in groß. Ich zeige euch gleich auch. Klein habe ich auch. Ich habe sie in beiden Größen da. Aber es sind nicht mehr alle Muster in allen Größen da. Hier gibt es nochmal mit Gelb und Schwarz passend. Achtung, seid gespannt. Ups. Und mit dieser Effekt, wenn man irgendwas machen will. So, mit der Mickey Mouse. Also wieder eine super coole Kombi. Also richtig klasse. Und ihr sagt, immer die mit ihrem Schwarz. Gibt es auch mit Gelb. Mit Grün. Sieht auch cool aus. Da hält sie sich die Augen zu. Oder wo ist sie? Wo ist die Mickey Mouse? Da vorne, da ist, ja. Da ist sie auch. Auf dem anderen Bein ist sie hier hinten. Da war sie auch, okay. Also ihr seht. Kleines Suchvideo. Richtig krasse, coole Hosen. So richtige Spaßmacherhosen. Und natürlich alles diese tolle, bequeme, super stretchige Jogpants-Form. Hier habe ich nochmal was in Jeansblau. Auch mal toll mit einer Jeansjacke. Hier haben wir nochmal unser Flecktarnmuster. Mit der tollen Mickey Maus, ich hoffe, man sieht das alles schön auf den Bildern. Also es sind so coole. Hatte ich die schon? Nein, das ist schon nochmal wieder eine andere. Die haben wir. Hui, hui, hui. Nee. Also es wird einem hier ganz schwummerig vor lauter unterschiedlichen Hosen. Die sind so cool. Ach, diese habe ich auch in klein, glaube ich. Das ist auch, also es war jetzt bislang alles nur groß, wollte ich nur mal sagen. Nicht, dass ihr nachher sagt, da hat sie höchstens 2, 3 von. Nein, sie hat da von mir gekauft. Manche Leute können sich einfach nicht zurückhalten. Ne? Alles runter. Hatten wir die eben schon? Nein, die hatten wir auch noch nicht. Ne? Die Mundzuhalte hatten wir schon. Ist das Mundzuhalte? Mundzuhalte, okay. Ja. Dann vielleicht eine andere Farbe. So, und nun kommen nochmal ein paar kleine. Okay. Jetzt haben wir hier wieder die Minimaus mit der schönen Schleife im Haar und der Sonnenbrille. Glitzersonnenbrille. Und dann haben wir hier nochmal. Die ist auch cool. Ich schmeiße sie jetzt mal hin. Ich hebe sie gleich wieder auf. Der Boden ist sauber. Alles gut. Kann das jetzt nicht mehr hinhängen. So ein Platz haben kann ich. Hier ist auch noch eine ganz süße. Die habe ich auch in mehreren Farben. Das ist eine schöne kleine. Hier ist ein Totenkopf. Ihr wisst, ich mag das ja sehr gerne. Ne? Und dieser Totenkopf besteht aus lauter kleinen Mickey-Maus-Gesichtern. Okay, das müssen wir doch fotografieren. Süß. Da müssen wir gleich nochmal. Ich komme gleich nochmal nach vorne. Die gibt es in diesem braun-grün und die gibt es nochmal in richtig grün. Da ist es auch wieder. Und ich fand die so schön, ich musste sie nochmal kaufen. In schwarz-weiß. Also richtig, richtig tolle Sachen. Wisst ihr was? Ihr müsst vorbeikommen. Ihr müsst es einfach reingucken. Unglaublich, kommt spontan vorbei und kommt rein. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns. Ciao!